Wunderschön, oder? Man sagt, er birgt altes Wissen. Ach, ich wollte immer schon mal durch Australien reisen und ihn in echt sehen. Ach, irgendwann. Willst wohl mal wieder aus der Reihe tanzen, was? Immer noch besser, als immer am selben Kühlschrank abzuhängen. Wir sind halt eher anhängliche Typen. Achtung, da kommen Neuzugänge. Hoffentlich mehr Emus. Emu, 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 Emu. Tada! Danke, dass ihr hier seid. Was für ein Publikum. Ihr seht toll aus, ihr seht merkwürdig aus. Ungehobelter Kerl. Das ist die Richtige. Das ist nicht Las Vegas. Okay, los geht's. Konzentration, Louis. Ich bin der magische Louis. Ich kann mich aus allem befreien und überall hingehen. Komme überall hin. G'day. Ein Meister der Hypnose. G'day, Mate. Oh, sorry, hast du gerade Gelee gesagt? Nein, G'day heißt einfach guten Tag. Guten Tag? Genau. Na, dann dir auch einen guten Tag. Ich bin Ruby. Habe ich zwar nicht gefragt. Kann dein magisches Horn mich vielleicht durch ganz Australien zaubern? Ich bin in Australien? Mhm. Ja, sicher, klar. Um auch mal in dieses Horn zu blasen. Ich bin ziemlich magisch. Kannst du mich hier rauszaubern? Na, dann zauber doch mal schwierige los. Schwierige Kiste. Na, komm schon, du hast doch magische Kräfte. Hol sie da raus. Ja, klar, das ist eine meiner leichtesten Übungen. Ein Trick? Hey, nicht das Gesichtstuch! Und los geht's. Aber kada! Total magisch, diese Schwerkraft. Warum tragen Souvenirs eigentlich keine Hosen? Also mit meiner Assistentin läuft die Nummer sonst wie geschmiert. Hey, kriegst du die auch auf? Ja, gib mir eine Sekunde. Sesam, öffne dich! Wow, Wahnsinn! Dank dir. Läuft bei mir. G'day, Welt, ich komme! Oh, was man von dir nicht behaupten kann. Oh, du meine Güte! Echt? Ich bin hier? Ich kann's nicht fassen, das Great Barrier Reef. Hier gibt es unzählige Dinge zu sehen. Korallen, Schildkröten, Süßlippen, winzige Seepferdchen. Sagtest du gerade... Süße Lippen? G'day, welcome aboard. Juhu, eine Bootstour. Komm, Louis. Es ist ja dermaßen peinlich, aber seltsamerweise auch sehr angenehm. Festhalten. Oh, Entschuldigung. Let's go, folks. Das schaffen wir nie. Und ab. Ups. Kein Problem. Abracadabra. Simsalabim. Was sagt die Australier nochmal, wenn was schlecht läuft? Fängt mit einem C an? Crikey! Cool! Du hast es schon wieder geschafft! Tada! G'day everyone! Welcome to the Sydney Opera House. Did you know... Weißt du, hier sind schon so einige Weltstars aufgetreten. Außer mir natürlich, aber das wolltest du sicher gerade hinzufügen. To your right, we have the Sydney Harbour Bridge. Da ist schon mal jemand auf einem Hochseil drüber balanciert. Meine Assistentin ist Expertin auf dem Hochseil. Sie ist nur einmal runtergefallen. Und wie ich schon im magischen Magazin erzählt habe, sage ich dazu nichts mehr ohne meinen Anwalt. Egal. Wo geht's jetzt hin? Melbourne. Okay, das ist einfach. Eins, zwei... Wir sind da, Käffchen. Lecker. Ich trinke ab jetzt nur noch Flat Whites. Erzähl mir von deiner Assistentin. Hast du sie schon mal in zwei Hälften zerteilt? Oh, blinzle ich zu viel? Findest du, ich blinzle zu viel, Doug? Wohin als nächstes auf deinem Shirt? Vergiss das Shirt, Louis. Australien ist doch so viel größer. Wir können mit dem Garn fahren. Im Barossa Valley Wein probieren. Oh, das klingt gut. Am Cottesloe Beach in die Fluten springen. Ganz klar, Barossa. Auf Maria Island radeln. Ich bleib beim Uns Bein. Durch Tasmanien schlemmen. Ja. Dann endlich den Uluru sehen. Klar. Im Heißluftballon über Canberra. Oder ab ins Northern Territory. Ach schon, Louis. Louis? Ja, gib mir mal... Sekunde. Okay. Schau mich an. Augenkontakt. Fokus. Du wirst ganz müde. Wohl eher nicht. Ich hatte 8 bis 7 Flat Whites. Schließ deine Augen. Kann ich sie jetzt wieder aufmachen? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Und jetzt vielleicht? Ich habe Nein gesagt. Und? Du kommst wieder zu mir und bist gleich voll im Fluss. Oh. Fragwürdige Hypnose, aber das war's wert. G'day. Welcome to Nibbler Gorge. This vast area includes 18 gorges. Hey, wo fahren die hin?
Hier teilt sich der Fluss, weißt du? Ein Arm führt zu 10.000 Jahre alter Felsmalerei. Und wo führt dann der andere Flussarm so hin? Ah, der führt zu einem Wasserfall! Paddel schneller! Womit? Meinem Horn? Achtung, wir kommen! Ein guter Zeitpunkt für ein Abracadabra. Ich kann nicht. Was? Das war's. Wir sind am Ende der Reise angelangt, Ruby. Hä? Ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Ich habe nie lesen gelernt. Ich könnte stundenlang Seifen umschauen. Und ich habe einen Blumenfetisch. Was hast du gerade gesagt? Ja. Ah! Louis? Louis? Das ist alles meine Schuld. Ich bin nichts weiter als ein Scheinhorn. Was soll das heißen? Tut mir leid, Ruby. Ich hatte nie eine Assistentin. Ich habe keine magischen Kräfte. Hab nur so getan. Hey, 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 du hast uns quer durch Australien gebracht, Louis. Ja, und zu einem Wasserfall. Ach, sei doch nicht so. Weißt du, vielleicht sollten wir einfach getrennte Wege gehen. Louis, geh nicht. Hör auf, mir nachzulaufen. Ich hab dich noch nicht mal zum Uluru bringen können. Ja, das stimmt allerdings. Da siehst du's. Ich bin nur ein Scheinhorn. Ich kann nicht zaubern und konnte es nie. Geh nicht. Wow. Das ist bezaubernd. Ich kann nicht glauben, dass sie das jetzt verpasst. So viel zum Thema Magie, Mann. Für mich sieht das ziemlich magisch aus. Was machst Meine du hier? Güte. Entspann dich. Ich dachte, du wärst weg. Hey, ich lass dich doch nicht allein. Mein Beutel ist doch dein Versteck. Lass uns lieber darüber nicht so laut reden. Jetzt komm mal runter. Ich weiß. Ja, ja. Du bist nicht die Erste, die das sagt. Good day. Mein Name ist Freddy und ich werde übersetzen für Charmaine. Sie ist Anangu und sie stammt von hier. Charmaine sagt, dass ihre Vorfahren schon seit langer Zeit auf diesem Land hier leben. Für viele ist der Uluru ein heiliger Ort des Wissens. Dieses Wissen ist an diesem Ort allgegenwärtig und wird weitergegeben von Generation zu Generation. Ah, die Geschichten leben also durch die Menschen weiter. Echt bemerkenswert. Du, also, ich dachte vielleicht... Ach nee. Was? Vergiss es. Nee, was denn? Wir zusammen als Show-Act. Du und ich, wir könnten zusammen auf Tour gehen. Was meinst du? Du willst mich als deinen Assistenten? Nein, nein, eher so, Rubies und Louis magisches Reise-Spektakulissimo. Oder sowas wie die Ru und der Lou. Ja, das ist gut. Tolle Idee. Oder der Lou und die Ru. Ja. Also umgekehrt, großartig. Ich bin dabei. Also, wann geht's los? Dananda ist G'day der Start einer jeden tollen Reise. Das ist unsere Art zu sagen, wenn wir noch nicht befreundet sind, werden wir es bald sein, Mate. Ganz bestimmt. Also komm, sag G'day.